Herzlich willkommen zu dem Video hier. Ich hatte ja schon im letzten Video angekündigt, dass ich das Video hier auch noch hochladen möchte. Es ist noch ein Video aus Hamburg und zwar bin ich mit Leo zusammen, liebe Grüße an Leo, durch die besten Stores von Hamburg gelaufen. Ich habe quasi eine kleine Shoppingroute erstellt, so denen ausgecheckt, die man auschecken sollte, wenn man gerade in Hamburg ist und da Klamotten kaufen möchte. Natürlich mit Fokus auf Streetwear. Ich finde, das Video ist sehr cool geworden. Hamburg hat wirklich sehr starke Stores, muss man wirklich sagen. Da natürlich auch ein dickes Dankeschön an Leo, dass er mir dabei geholfen hat, weil ich komme ja selber nicht aus Hamburg und der hat mir da ein paar Stores rausgesucht, die man auf jeden Fall auschecken sollte. Ich sage es jetzt schon mal direkt, wir haben es an dem Tag nicht in alle Läden reingeschafft, die wir eigentlich auschecken wollten. Deshalb ergänze ich am Ende nochmal ein paar Läden, in denen ich jetzt nicht selber drin war, aber von denen ich trotzdem sagen kann, dass sie sehr stark sind, weil sie halt einfach bekannt sind, beziehungsweise weil es die ähnlich auch bei uns in Düsseldorf und Umgebung gibt. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Video und wir fangen bei Thomas I. in Hamburg an. Wir sind hier im Store drin. Das ist wirklich geisteskrank geladen. Also hier, ihr seht es, sehr, sehr viel Stussy. Hier ein paar Fleece. Auch das Fleece. Unfassbar. Unfassbar krass. Niemals spontan kaufen. Das ist die Regel Nummer 1. Aber eines Tages gehe ich hier rein und kaufe alles her. Auf Ansage. Wir waren jetzt gerade bei Thomas I. beziehungsweise oben. Wir wissen nicht genau, wie der Laden heißt, aber Thomas I. steht oben drüber. Deshalb wirklich sehr, sehr krasser Laden. Ich wünschte, wir hätten sowas ähnliches auch in Köln oder in Düsseldorf oder so. Ihr habt gesehen, Marken wie Stussy, Capital, Card hatten die zum Beispiel auch. Also wirklich sehr, sehr coole Auswahl, vor allem was Stussy angeht. Ich glaube, das ist so die beste Marke, die wir hier heute sehen werden. Wirklich sehr, sehr krasse Sachen. Auch nicht so Standard-Stuff, also jetzt nicht nur irgendwelche T-Shirts, sondern wirklich, ihr habt gesehen, die Fleecejacken. Wirklich sehr schön. Genau, sehr, sehr cooler Laden. Hat noch coole Schuhe da. Essex habe ich einmal abgefilmt, glaube ich. Ist hier relativ zentral. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir sind. Gegenüber von Karstadt. Gibt es im Internet ein, es wird sofort rauskommen. Wir gehen jetzt zu Kicks rein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da drin filmen dürfen, weil bei so Schuhläden ist es immer ein bisschen schwierig, aber wir gehen jetzt rein. Wir sind jetzt aus dem Kickstore raus. Ich dürfte nicht so viel filmen, nur ein paar Close-Ups. Trotzdem auch sehr, sehr cooler Laden. Sehr, sehr schade, dass sie in Köln zugemacht haben vor einigen Jahren. Cooler Stuff auf jeden Fall am Start. Sneaker-Auswahl war, kann auch sein, dass es daran liegt, dass sie gar Sale haben. Dafür haben die aber coole Klamotten. Also ich habe es jetzt nicht filmen können, aber Cards zum Beispiel da. Coole Beanies, coole Caps. Heißt, wenn wir hier schon mal gegenüber von Thomas I. ist, also das ist halt wirklich direkt daneben. Hier ist Thomas I. Und hier ist der Kicksladen. Wenn man in dem einen Laden ist, kann man auf jeden Fall auch in den anderen Laden reingehen. Yes. Wir waren jetzt gerade bei Weekday drin. Das ist der beste Laden, wo man reingehen kann für Basic Jeans oder generell Basic Hosen. Die hatten auch relativ viel Mohair-Stuff. Hab mich überrascht, ehrlich gesagt. Aber die waren echt gut. Also jetzt von der Qualität her war okay. Ist jetzt nicht überragend, aber ist halt okay. Schön weich. Preis ist okay. 55 Euro. Ich muss sagen, die Basic Hoodies ist nicht so meine Wave. Da würde ich dann eher auf Reporter sowas zurückgreifen. Und für T-Shirts gehen wir jetzt in den nächsten Laden. Und zwar zu Uniqlo. Viel zu laut. So, Freunde, wir waren jetzt auch in Uniqlo drin. Also ich muss sagen, der Uniqlo in Hamburg, sehr schön gemacht, sehr schön aufgezogen. Sehr modern, also es ist, so ein relativ, also es ist eigentlich ein älteres Gebäude, aber das wird sehr schön umgesetzt. Ich konnte jetzt leider den Laden nicht so komplett filmen, weil da sind halt auch noch andere Leute drin, was soll ich sagen. Aber ja, auch gute Auswahl von den Pieces. War eine echt coole Jacke da. Fleecejacken haben die coole da. Generell sehr guter Laden, um Basics zu holen, was Oberteile angeht vor allen Dingen. Leider hatten die das allseits bekannte Uniqlo Arism? Dieses Basic-T-Shirt hatten die nicht. Ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste ich es haben, das hat eigentlich jeder Uniqlo-Store. Haben wir jetzt gerade nicht gefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade ausverkauft ist oder so. Ja, und ansonsten sehr, sehr cooler Laden. Kann man nicht so viel zu sagen, es sind halt Basics. Aber cool. Sehr cool. Jetzt gehen wir noch zu Zeitgeist Vintage. Das ist so ein Vintage-Store, ein bisschen, was soll ich sagen. Den nehmen wir noch mit. Let's go. Jetzt bei Zeitgeist Vintage drin. Das ist so ein Vintage-Laden, habe ich ja eben schon gesagt. Jetzt nicht wirklich auf Streetwear ausgelegt, würde ich sagen, aber eher generell so ein Vintage-Store. Also die haben viele Sachen da gehabt, viel Verschiedenes auch. Also zum Beispiel das eine Prada-Hemd, so eine Workwear-Jacke mäßig, eine Bomber. Relativ gecroppt, aber trotzdem sehr gut. Also viele Sachen, Preise waren auch okay. Gehen wir zum nächsten Laden. So, Freunde, und hier bricht das Ganze ab. Die Leute, die den Hamburg-Vlog gesehen haben, wissen, was wir danach gemacht haben. Wir waren danach mit Alex Fotos machen. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich bestimmte Läden nicht mehr reinbekommen habe. Und zwar angefangen mit BSTN. Das ist so ein Streetwear-Sneaker-Laden. Die werden manche von euch bestimmt auch von der Webseite kennen. Also auch eine Webseite, Beasten und auch ein eigenes Modelabel, soweit ich weiß. In dem Laden findet man sehr viel rund um Streetwear. Nice Sneaker, aber auch nice Klamotten. Ab und zu haben die sogar meines Wissens nach Stussy. Ich weiß nicht, ob die immer
in Stock sind. Aber wenn man da was braucht, kann man das auf jeden Fall auch dort auschecken. Das Ganze ist in der Schanze. Das heißt, da muss man vielleicht mit der Bahn hinfahren, wenn man gerade aus dem Spot kommt, wo wir uns gerade sonst rumgetrieben haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn in der Schanze ist nicht nur Beasten, sondern auch KHWIP. Die habe ich schon mal im Köln-Video, glaube ich, sogar vorgestellt und auch in ganz vielen anderen Videos erwähnt. Carhartt brauche ich nicht so viel zu sagen. Super Qualität, Workwear, Streetwear-mäßig, enttäuscht nie, ist auch in der Schanze. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, dahin zu fahren. Und der letzte Laden, zu dem ich auch nicht mehr so viel sagen kann, aber den man trotzdem auschecken sollte, weil er jetzt vor allen Dingen jetzt gerade, oder was heißt jetzt gerade, aber dieses Jahr frisch in Hamburg aufgemacht hat, LFDY, hat dort einen neuen Store aufgemacht. Den sollte man auf jeden Fall auschecken. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass man LFDY zumindest wegen der Legacy auschecken sollte. Außerdem findet man da sowieso immer irgendeine Safe-Option, wenn man gerade nichts anderes findet. Die Qualität stimmt auch immer und es ist halt wirklich cool, diesen Laden auszuchecken, weil er wirklich dieses Jahr erst aufgemacht hat. Mich ärgert selber ein bisschen, dass ich da nicht drin war, aber hat zeitlich leider nicht mehr reingepasst. Ja, Freunde, dann kann ich auch sagen, das war's mit dem kurzen, aber knackigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Stores mitnehmen an alle Hamburger. Ihr dürft mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Mein Favorite aus dem Video war, glaube ich, wirklich Thomas I. Punkt, weil wir sowas Ähnliches halt wirklich nicht hier im Umkreis haben, also zumindest nicht in der Form. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Stores und Marken, die ich hier vorgestellt habe, in die Kommentare und vielleicht auch, welche Stadt ihr als nächstes sehen wollt. Man kann ja dann gucken, was man da noch so machen kann. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dafür am besten auch die Glocke aktivieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag zu den Latest Pickups von den letzten 2 Monaten wieder. Das wird ein riesiges Video. Das heißt, seid da gespannt. Bis dahin, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.